Felix Steiner referieren. Felix Steiner ist auch Masterstudent der Romanistik an der Universität Leipzig. Herzlich willkommen. Ja, also nachdem wir jetzt gesehen haben, dass oder auch schon im Vortrag hatten, dass Filme halt auch immer Gesellschaftsprodukte sind und auch Kulturprodukte, geht es jetzt da darum, dass auch Politik in diesen Filmen eine riesige Rolle gespielt hat. In meinem Vortrag geht es jetzt um die Rolle der staatlichen Zensur. Etwas, das eigentlich in den meisten Demokratien eher verpönt ist, aber in Italien tatsächlich noch bis in die 70er, 80er war staatliche Zensur immer noch vorhanden. Ich habe jetzt den Vortrag in zwei Teile geteilt. Einmal, da ich nicht so genau wusste, was jetzt der allgemeine Kenntnisstand ist zum Thema der italienischen Zensur, habe ich jetzt einmal etwas Allgemeineres gemacht. Es wird ungefähr 50% des Vortrages ausmachen. Und danach die konkreten Eingriffe und auch ein bisschen die Produktionsgeschichte von Lenotte di Cabiria sind dann der zweite Teil. Ich habe jetzt erst einmal versucht, irgendwie ein bisschen Ordnung in das Ganze reinzubringen, weil man kann sich wirklich sehr, sehr lange da damit beschäftigen. Wie man jetzt schon sieht, das ist nur die erste Hälfte von dem Prozess, den ein Film durchlaufen musste, bis er auch wirklich dann in den Kinos zu sehen war. Der zweite Teil ist dann auch nochmal so aufgeteilt. Und natürlich beginnt alles immer mit der Idee. Und für viele Filme ist auch die Idee dann auch das Letzte. Also sie kommen über das Stadium der Idee nicht hinaus. Es gibt zum Beispiel das von Monicelli und Visconti, die beide angegeben haben, dass sie sehr, sehr gerne Filme über das Klassenbewusstsein machen würden. Oder auch mal über große Streiks oder Themen in der Richtung. Aber das war es auch schon dann mit der Idee, weil sie hätten weder einen Produzenten gefunden und die Zensur hätte auf keinen Fall zugelassen, dass solche Filme überhaupt produziert werden. Das ist schon die erste Selbstzensur seitens der Regisseure. Danach kommt dann die Selbstzensur von Seiten der Produzenten. Die Produzenten waren dann zu der Zeit noch alle in der Vereinigung der Anika. Das ist die Vereinigung der Produzenten und auch der Verleiher organisiert. Und die Produzenten haben natürlich selber nochmal alles herausgenommen, was irgendwie ein finanzielles Risiko darstellen würde für einen Film, weil da würden, also vor allen Dingen in den 50ern waren Filme sehr, sehr teuer. Man hat ja zum Beispiel das Material damals noch, musste man ja für die Filme alle noch kaufen. Und ja, Sachen, die die Produzenten, also die den Film praktisch, also dass die verhindert hätten, dass der Film gezeigt wurden, wurden dann schon mal von den Produzenten selber rausgeschnitten oder aus dem Drehbuch entfernt. Und die Anika, also diese Gesellschaft, hat dann auch nochmal ihre eigene Behörde gehabt. Die hat dann auch nochmal mittels der sogenannten Consigli, also der Ratschläge, fungiert und dann auch nochmal darauf eingewirkt. Da gab es dann auch ziemlich viele Verflechtungen schon hier von staatlicher Zensur und von der privat, also von der eigenen Zensur, von dieser Vereinigung und von den Produzenten. Die Produzenten haben sowieso immer sehr gut mit dem Staat zusammengearbeitet, vorsichtig ausgedrückt. Und ja, nach diesem ersten Stadium ging es dann gleich in Richtung der präventiven Zensur. Die war im demokratischen Italien wieder eingeführt worden, nachdem also die Herkunft da davon ist noch von den Faschisten. Dann haben es die demokratischen 47 wurde das dann wieder also wieder eingeführt. Und ja, diese Präventivzensur war eigentlich fakultativ, aber gleichzeitig ohne die präventive Zensur seitens des Staats, also es war eine eigene Behörde, war es nicht möglich, irgendeine Form der Finanzierung, irgendein Kredit oder irgendeine andere staatliche Hilfe für einen Film zu bekommen. Das lief praktisch über die Banca Nazionale del Lavoro, auch unter den Faschisten gegründet, 1935.
Die hatte schon damals die Funktion, die Produktion auch ein bisschen mitzulenken. Und diese Bank hat nur einen Kredit gegeben, wenn die präventive Zensur des Staates ihr Einvernehmen signalisiert hat. Sie hatte gar keine eigene Möglichkeit, das nachzuprüfen, weil sie hat immer nur die Unterlagen erst von der präventiven Zensur bekommen. Deswegen dann die präventive Zensur war notwendig für die Finanzierung. Wenn jetzt die präventive Zensur erstmal gesagt hatte, dass ein Drehbuch so nicht zustande kommen konnte, dann hatten die Produzenten oder die Regisseure nur drei Möglichkeiten. Erstens mit der Zensurbehörde dann zu feilschen. Da ging es dann teilweise wirklich Szene für Szene. Es gibt Berichte davon, dass teilweise Drehbücher bis zu viermal, das war von Alberto Latuada, dann die La Lupa, musste bis zu viermal neu geschrieben werden, bis die präventive Zensur da ihr Einvernehmen gegeben hatte. Die zweite Option war, der Film landete gleich gänzlich wieder in der Schublade. Das war, muss man auch dazu sagen, von allen Regisseuren, da gab es 1956 eine Erklärung, dass die präventive Zensur als zerstörerischer eingestuft wurde als die echte Zensur. Es ist die vielbeschworene Schere im Kopf. Also ja, nichts reinzupacken, damit nicht später irgendetwas passieren konnte. Und die dritte Möglichkeit war natürlich, der Regisseur finanziert oder der Produzent nimmt alles Risiko auf sich, tut auch das gesamte Geld vorstrecken. Und dann wird der Film halt von den ersten und zweiten Zensurinstanzen sowieso auseinandergenommen. Also er hatte praktisch nur, es musste durch diese präventive Zensur gehen. Dann an der Seite ist es noch der Einfluss des Vatikans, der Politik, privater Personen, Militär und so weiter. Also der wird im Vatikan, das werden wir auch im Folgenden sehen, hatte in praktisch allen Stadien auch immer seine eigenen Männer mit darin. Die Politik, muss man dazu sagen, all diese Instanzen waren nur mit den ja, Democrazia Cristiana, also Christdemokraten, besetzt. Wenn also ein Minister der Film nicht gefiel, dann wurde der Film auch nicht gedreht. Private Personen, naja, die Produzenten zum Beispiel oder auch das Militär. Denken wir nur an den berühmten Fall von Renzi und Aristarco, die nur eine Idee für also ein Soggetto für einen Film über den Krieg in Griechenland vorgelegt haben und deswegen angeklagt wurden, vor ein Militärgericht gestellt wurden und sogar verurteilt wurden. Zu 6 und ich glaube 4 Jahre waren das. Und das auch wieder auf Grundlage von faschistischen Gesetzen. Die wurden zwar hinterher wieder abgeschafft, aber abschreckend war es natürlich schon. Nachdem jetzt ein Film erst einmal in den Dreharbeiten ist, gibt es dann auch noch natürlich auch während. Es gibt Berichte auch vor allen Dingen von Francesco Rosi hat auch gesagt, dass dann teilweise die Behörden dann auch mal auf dem Dreh erschienen und geschaut haben, wie denn alles lief und dann auch dann noch mal geraten haben zu unterschiedlichen Sachen. Es konnte dann ein Film gefördert werden oder behindert werden während der Dreharbeiten. Einer der wichtigen Faktoren war natürlich auch immer das Militär. Wenn zum Beispiel ein Kriegsfilm oder mit Thema Krieg gedreht wurde, dann war es ganz wichtig, auch das Material irgendwo herzukommen. Ist ja heute bei Filmen, zum Beispiel die amerikanische Militär stellt ja auch immer noch sehr viel Equipment auch zur Verfügung und die wollen dann natürlich auch, dass die jeweiligen Institutionen dann gut dargestellt werden. Nachdem dann der Film erst einmal fertig war, ging dann der richtige Spießrutenlauf los. Es gab 1947 wurde ein Zuschuss vereinbart, der jedem Film 10% praktisch für nationale, also wenn ein Film als national eingestuft wurde, erteilt wurde, plus nochmal, nee, das sind nicht 6%, das sind 8%, ein Qualitätszuschuss. Und das Traurige war, nicht einmal die 10% wurden einem Film, weder die 10 noch die 6%, 8% wurden einem Film gewährt, wenn er nicht die Zustimmung der präventiven Zensur hatte.
Und teilweise wurden auch die einfach so, diese, vor allen Dingen die 8% wurden ziemlich oft dann praktisch nicht den Film zugebilligt, wenn ein Film politisch nicht ganz in die oder aufgefallen war, vor allen Dingen sozialkritisch oder politikkritisch war, nur selten gerne gesehen. Dann haben wir erst einmal die erste Zensur. Das ist dann eine obligatorische Etappe. Ohne diese Zensur durfte kein Film gezeigt werden. Da gibt es dann die Zahlen da dazu, dass ungefähr 40% die erste Zensur nicht bestanden haben. So, das waren die Zahlen in den 50ern ungefähr. Das waren mal je nach Jahr mal mehr, mal weniger. Und dann hatte der Regisseur und auch der Produzent dann die Möglichkeit, im Prinzip mit der Zensur zu feilschen, Sachen herauszuschneiden, also Dialoge zu kürzen, neu zu machen. Und ja, meistens hat der Film dann die Zensur nur passiert, wenn er ein bisschen gezähmt wurde. Das werden wir dann auch bei Fellini sehen, dass da dann auch ziemlich viele Beziehungen mit reinspielen in diese ganze Sache. Und nachdem der Film dann von der ersten Zensur abgelehnt wurde, geht er dann in die zweite Zensur. Das ist praktisch wie die eine Appellfunktion hat. In diese passiert dann praktisch nochmal genau das Gleiche wie in der ersten. Die Kommission ist ein bisschen anders aufgebaut, aber im Prinzip sind sie das Gleiche. Und wieder alle diese Institutionen waren bis weit in die 60er hinein praktisch nur von Christdemokraten kontrolliert. Und die waren also auf Kommunisten nur sehr schlecht zu sprechen. Nachdem der Film dann vielleicht auch die zweite Zensur geschafft hatte, geht es dann um das Visto d'Esportazione, also dass der Film überhaupt exportiert werden durfte und nicht nur im Land gezeigt werden durfte. Das wurde dann ab 1954 war das eine sehr wichtige auch Einschränkung, vor allen Dingen für Filme, die nicht das Bild des Staates, also der Christdemokraten nach außen gebracht wurden. Da wurde sehr schnell und sehr oft dann auch das Visto d'Esportazione nicht erteilt, was vor allen Dingen den Neorealismus, also die letzten Reste, die es in dieser Zeit noch gegeben hat, sehr, sehr stark getroffen hat, weil die sich praktisch nur dadurch, nicht nur, aber zum großen Teil dadurch finanziert haben. Und nachdem er selbst exportiert werden durfte, ist dann natürlich noch die Zensur von den ganzen anderen Ländern. Also Italien war da keine Ausnahme. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt. Stromboli von Rossellini hat in den USA durfte nur in einer Version gezeigt werden, die 35 Minuten kürzer war. Der Film ging nur 1,5 Stunden. Paisa, das Ende der fünften Episode wurde in Deutschland nicht gezeigt, durfte nicht gezeigt werden. I Vinti von Antonioni, das in drei verschiedenen Ländern spielt, wurde also in Frankreich, in Italien und in England, wurde auf drei verschiedene Arten und Weisen in diesen Ländern gekürzt und zensiert. Dann haben wir noch Pettotondo, das ist ein tolles Beispiel, weil es nämlich zwei unterschiedliche Arten gab. Einmal in Spanien, und wir erinnern uns, dass Spanien zu dieser Zeit noch unter Franco stand, also eine echte Diktatur war. Und Italien war die eigentliche Demokratie. In Italien wurde der Film gekürzt, in Spanien kam er ohne Probleme durch die staatliche Zensur. Dann haben wir natürlich noch innerhalb von Italiens die zusätzlichen Zensuren. Ich habe jetzt der Kürze halber nur vier verschiedene Aspekte oder vier verschiedene Teile aufgeführt. Da haben wir dann zum Beispiel das allseits bekannte Centro Cattolico Cinematografico mit seinen berühmten Buchstaben. Je nachdem, ob ein Film gezeigt werden konnte, das ging von O bis P, O und P bis E. O und P waren die besten Buchstaben und das hieß, es konnte in allen, muss man dazu sagen, also das CCC war praktisch direkt an den Vatikan gebunden und der Vatikan hatte ungefähr im Laufe der Zeit immer ein Drittel aller Kinos waren vom Vatikan.
Und wenn ein Film einen zu schlechten Buchstaben bekommen hatte, dann durfte er in den Kinos des Vatikans nicht gezeigt werden, was natürlich Einbußen bis zu 33% darstellen konnte. Das CCT hat dann natürlich auch noch also eine eigene Zensur gehabt, was natürlich auch nochmal Szenen radikal verändert hat und rausgeschnitten. Und man muss dazu sagen, es gibt Berichte, dass das Centro Cattolico teilweise dieselben Räumlichkeiten und dieselben Projektionen benutzt hat wie die staatliche Zensur. Also es gab da ein riesiges auch Einfluss seitens des CCT auf die staatliche Zensur. Danach gab es also sowieso die Filme, die vom CCT gezeigt waren, waren meistens unglaublich stark verändert. Es gab dann noch die Priester vor Ort, die Einzelnen, die praktisch die Kinoseele geleitet haben, die dann auch nochmal angefangen haben, ihrer Meinung nach schlechte Teile rauszuschneiden. Es ging dann meistens um zu viel nackte Haut. Und danach haben wir natürlich auch noch die Produktionsfirmen selber, vor allen Dingen die Katholischen haben dann immer noch selber mitzensiert. Da gibt es die San Paolo, die wollte, nachdem alle anderen Zensuren schon einmal durch war, wollte sie dann selber die Filme nochmal sehen. San Paolo war eine sehr katholische Produktionsfirma und diese wollte dann teilweise auch noch eigene Schnitte haben. Dann haben wir auch noch einzelne Akteure. Haben wir zum Beispiel die Kinobesitzer, da ging es zum Beispiel ziemlich oft um die Kinoplakate. Die Kinoplakate wurden dann, wenn ein Kinobetreiber das als unmoralisch fand, ein Kinoplakat, dann wurde das auch schnell mal mit einem Balken drüber geklebt oder solche Dinge. Und danach haben wir auch noch die Exportfirmen, da haben wir zum Beispiel das Italian Film Export, das war eine mit staatlichem Geld finanzierte, aber praktisch privat, also wie privat agierende Firma, die zum Beispiel neorealistische Werke gar nicht ausgeführt hat, obwohl sie staatlich finanziert war und eigentlich alle gleich behandeln sollte. Und dann kommt natürlich auch noch der letzte Baustein hinzu. Ein jeder Film konnte immer wieder zurück in die Zensur gerufen worden zu jedem Zeitpunkt. Das konnte passieren, wenn der Minister den Film nicht gern gesehen hatte oder aus politischen Gründen. Ein Religionsvertreter konnte den Film denunzieren. Das Militär konnte das auch machen oder auch Anzeigen von privater Seite. Da gibt es den wunderbaren Film Il Moralista, wo dann eine Gruppe von Madre di Familia Unterschriften sammelt, um Sachen zu verbieten. Also es war ein absoluter, man kann es nicht anders beschreiben, ein absolutes Labyrinth, in dem ein jeder Film sich verirren konnte und überall lauerten Gefahren. Und es war auch so, die meisten Produzenten haben das einmal gemacht und danach nie wieder. Ein solches Theater hat man sich wirklich nur einmal angetan. Dann haben wir jetzt worauf basiert. Ja? Das ist jetzt nicht richtig. Technische Schwierigkeiten. Genau. Was war denn die gesetzliche Grundlage überhaupt? Worauf wurde denn, also wie war das überhaupt mit einem demokratischen Staat vereinbar, das Ganze? Und die Antwort ist eigentlich sehr, sehr schwierig, weil die Gesetze, auf denen es basiert, hat bis in die 60er hinein, war eine Grundlage von einem Gesetz 1923. Wir müssen daran denken, das war ein Jahr nach dem Marsch auf Rom. Da wurde Mussolini war bereits mit der Bildung einer Regierung, das war die Mussolini-Regierung. Auf dem hat im Prinzip das demokratische Italien bis in die 60er Jahre hinein seine Zensur betrieben. 1945, auch wegen den Amerikanern, wurde kurzzeitig diese ganzen Gesetze erst einmal außer Kraft gesetzt. Es war nur noch in Ausnahmefällen möglich, wenn sie die internationalen Beziehungen oder militärische Angelegenheiten betrafen, möglich. Zum Beispiel Roma Città Aperta bekam nur einen einzigen Verweis, weil die Amerikaner, weil Anna Magnani, glaube ich,
ja, ich glaube, Anna Magnani auf ein Bombardement von den Amerikanern hinweist und das eventuell negativ ausgelegt werden konnte von den Amerikanern, war die Begründung damals. Aber der Film wurde trotzdem ohne Schnitte zugelassen. Was dann kam nach 1945, waren die praktisch die einzigen 2 Jahre Freiheit bis in die 60er hinein. Und diese Freiheit wurde ironischerweise, und das muss man auch nochmal wirklich betonen, von dem größten antifaschistischen Bündnis, das Italien jemals gesehen hat, vielleicht wieder aufgelöst. 1947, am 16. Mai, entscheidet das Comitato di Liberazione Nazionale, wo die Kommunisten, die Sozialisten und auch alle anderen antifaschistischen Kräfte, die an der Resistenza beteiligt waren, dieses Bündnis entscheidet für die Wiedereinführung der Zensur aus faschistischer Zeit. Das ist, es ist wirklich, auch wenn man hinzusagen muss, es wurde vermutlich von den Kommunisten aus taktischen Gründen, weil sie wollten das Bündnis nicht platzen lassen, aber gebracht hat es ihn auch nicht, weil 2 Wochen später sind sie aus der Zensur, aus der Regierung hinaus komplementiert worden. Und diese Grundlage war nun erst einmal da und man muss hinzusagen, 1923 war zwar das Gesetz gemacht worden, beruhte aber teilweise noch aus Elementen von 1913. Also da war, das war vor dem Ersten Weltkrieg und diese Gesetze waren praktisch bis fast 50 Jahre lang in Italien intakt durch 3 verschiedene Regimes. Zum ersten Mal zum Einsatz kamen die Zensurgesetze dann auch kurz nachdem sie wieder eingeführt waren. Gioventù Perduta von Pietro Germi war das erste Opfer. Und 1949 wurden dann praktisch alle Bestandteile der faschistischen Legge Alfieri in leicht veränderter Form wieder in Kraft genommen. Das Einzige, was nicht gekommen war, war eine Limitierung der, also eine starke Limitierung, nennen wir es mal so, der Importe, weil das war mit den Amerikanern nicht zu machen, die sehr, sehr viele Filme nach Italien exportierten. Und nach 1953, 1954 bedeutete dann auch eine Freigabe der präventiven Zensur nicht mehr automatisch, dass der Film auch durch die echte Zensur kam. Also, es war ein System absoluter Willkür, was die Produzenten immer mehr dazu zwang, sich selbst immer mehr einzuschränken. Und es ist teilweise wirklich traurig, was da gelaufen ist. Das Gesetz von 1949 lief eigentlich 1954 aus, wurde dann aber, da es keine andere Grundlage gab und keine anderen Vorlagen bis 1962 in Betrieb gelassen. Es gab ein paar kleinere Änderungen, aber im Prinzip war es immer das Gleiche. Und es ist fast, ja, von den meisten Autoren wird dann auch bestätigt, dass die Zensuren nach 1947, vor allem jedoch nach 1949, mindestens gleich zerstörerisch und teilweise sogar noch zerstörerischer wie die der Faschisten war. Muss man auch dazu sagen, es war die Zeit des Kalten Krieges, aber trotzdem. Jetzt geht es um die konkrete Zensur in Le Notti di Cabiria. Erst einmal wurde der Film also am 9. März 1957 dann auch der Zensur vorgelegt. Und im Großen und Ganzen wurde der Film auch von den Kommissionen befürwortet. Aber sie wollten eigentlich eine Altersbeschränkung bis 16 machen, da es ihrer Meinung nach zu viel unmoralische Szenen in dem Film gab. Aber ein Repräsentant des Ministeriums für Innere Angelegenheiten legte sein Veto ein. Und deswegen konnte der Film erst einmal gar nicht gezeigt werden. Und da haben wir dann auch von Sanguinetti die Einschätzung, l'intervento, also die Einmischung eines Ministers des Inneren oder eines Vertreters des Ministers für Inneren war auch nicht üblich. Normalerweise haben diese Minister sich nur direkt geäußert, wenn es um direkt kommunistische Produktionen ging, wie zum Beispiel die
das Propaganda-Filmhaus Libertas, das regelmäßig dann irgendwo von irgendwelchen Seiten irgendwelche Vetos bekommen hatte. Aber für normale Filme war das eher unüblich. Jetzt Fellini hatte dann, statt direkt mit den Zensoren zu verhandeln, wie es normalerweise der Fall war, hat Fellini praktisch den Vatikan um Hilfe gebeten, und zwar über seine Beziehung zum einen Padre Arpa, der es ermöglichte, dass der Film in einer Privataufführung nur für den Kardinal Siri gezeigt werden konnte, und dieser hat dann dem Regisseur seine Unterstützung zugesagt. Zeitgleich hat ein dritter Geistlicher, Padre Morillon, Rektor der Internationalen Universität Prodeo, sich für den Film eingesetzt. Und wie wir gleich sehen werden, das sind jetzt praktisch die direkten Aussagen aus dem Zensurdokument, das an die Appellkommission gerichtet wurde, geht es wirklich nur um diese Namen, also dass sie sich für den Film eingesetzt haben. Der Padre Morillon, der Kardinal Siri und der Monsignor Galletto, das ist wieder vom Centro Cinematografico Cattolico. Und ganz unten steht dann auch nochmal, dass Fellini dann natürlich auch noch ein paar Sachen gekürzt hat, weil Realismus war im italienischen Kino wirklich nur sehr bedingt gewollt. Dazu muss noch gesagt werden, Fellini hatte selber noch einmal eine ziemlich starke Selbstzensur gemacht, vor allen Dingen die, wo Cabiria in dem Film zum Santuario del Divino Amore geht. Da hatte Fellini hatte tausende von Metern da gedreht, die hatten fünf verschiedene Kameras da stehen, und es wurde aber von Fellini fast alles weggeschmissen, weil er genau Angst vor dem hatte, was jetzt auch wirklich dann gekommen ist, selbst mit dem bisschen, was er drinnen gelassen hat. Genau, hier haben wir dann Argentieri, der eine sehr gute Geschichte der italienischen Zensur geschrieben hat, wo es dann ging, also um diese, was dann eigentlich das Problem war. Es war genau diese Szene, wo Cabiria zum Heiligtum der Liebe geht, weil es war nicht ganz das Kanon der katholischen Italiens. Und die Unterschrift unter dem Dokument muss, wir hatten jetzt schon einmal, dass die Gesetze noch aus der Zeiten des Faschismus stammten, dass die Institutionen noch alle, also Institutionen und Behörden noch alle aus dem Faschismus stammten, und die Zensoren haben sie gleich auch noch mit übernommen. Zum Beispiel Nicola Di Pirro, der war damals schon der Generalsekretär der nationalfaschistischen Vereinigung der Industrie und des Kinos bzw. der Aufführungen. Zum Beispiel findet sie seine Unterschrift unter auch den Urteilen oder den Behörden, der Zensurbehörde, die Meinung, dass ein Film wie Olimpiadi di Londra, also die Olympischen Spiele von London 1948, dass in diesen die Leistungen des großartigen Italiens nicht genug gewürdigt wären. Und deswegen musste der Film nochmal neu zusammengeschnitten werden. Also es war im Prinzip nur ein Zusammenschnitt aus den verschiedenen Disziplinen, in dem Italien nicht genug gewürdigt war. Also ich glaube, mehr muss man da dazu jetzt auch nicht sagen, um zu verstehen, dass auch die Mentalität von diesen Leuten sich nicht wirklich gebessert hat in den Jahren, die sie da waren. Und es muss man auch dazu sagen, diese Leute waren nicht irgendwie nur kleine Fische in diesem System. Nein, sie hatten teilweise auch ein riesiges Konglomerat aus verschiedenen Aufgaben um sich geschafft. Zum Beispiel Nicola Di Pirro, der war zusätzlich noch im Centro Sperimentale. Er hatte zusätzlich diese IFE, die wurde mit von ihm gegründet. Er war jetzt hier in der Zensurbehörde, er war auch in der Bank, war er mit zuständig für das Zuteilen von Geldern für Filme. Und ja, es überrascht kaum. Was genau wurde denn jetzt geschnitten? Man kann nur mutmaßen, dass das jetzt die Übereinkunft war von Fellini mit dem Vatikan, also mit den Vertretern des Vatikans.
Was geschnitten wurde, war die Szene des Mannes mit dem Sack, also wo im Prinzip eine private Person den verschiedenen Leuten Essen, Kleidung und ja, ich glaube, Kleidung hat sie auch verteilt, gebracht hat. Und das, wie man hier von Sanguinetti liest, una carità non allineata con la gerarchia, also ein Mitleid, das nicht dem Vatikan untersteht wurde, konnte nicht gezeigt werden. Darüber hinaus ging es natürlich noch die Dialoge, die Rom in einem schlechten Licht erschienen lassen, wie der Satz Certo che ce ne stanno di morti di fame a Roma. Und auch ein paar andere Seiten daraus wurden geschnitten, je nachdem, welche Version man hat. Ich hatte jetzt auch eine gefunden, wo das noch drinnen geblieben ist. Das Material der Zensur wurde ja teilweise dann, also es wurden dann neue Versionen gemacht und die dann nach einigen Jahren teilweise freigegeben. Und in diesem speziellen Fall hat es dann auch tatsächlich geklappt. Der Film wurde dann auch wirklich freigegeben. Ein bisschen, wenn der Vatikan ja sagt, dann sagt die Behörde auch ja. Und das war jetzt im Prinzip alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Aber ein paar Fragen sind doch, die man sich in diesem Zusammenhang immer stellen muss. Auch davon, wie viel, weil wir gesagt hatten, es ist ein Kunstprodukt, die verschiedenen Filme. Wie viel an Notte di Cabiria und wie viel auch an den anderen Filmen ist wirklich von Fellini oder von den Regisseuren und wie viel da davon ist Zwang? Und wie hätten die Filme aussehen können, wenn die Kunst wirklich frei gewesen wäre? Danke. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wie immer, Fragen gerne im Chat schreiben oder sich auch einfach dazu schalten. Das geht auch. Ich würde vielleicht auch einfach mal anfangen und hätte mal die sehr spezifische Frage: Hast du denn auch sowas für andere Filme von Fellini aus den 50ern gesehen oder gibt es da irgendwie Material zu La Strada zum Beispiel, zu La Dolce Vita? Also ich habe jetzt die unterschiedlichen Filme, weiß ich jetzt nur, dass bei Vitelloni ziemlich starke Zensur hat. Es gab, glaube ich, eine Auswahl von 12 Szenen, von denen dann aber, ich glaube, es war bei Vitelloni, wo Alberto Sordi dann einmal hinter diese Arbeiter auf der Straße beleidigt und sie dann hinter ihnen herrennen. Ich weiß, dass die Zensur da dafür sehr viele Bedenken hat und die Szene dann, glaube ich, in der einen Version auch geschnitten wurde. Von den anderen, es gibt bei Cine Censura heißt das Projekt, und da kann man sich die meisten behördlichen Unterlagen tatsächlich scannen anschauen. Man muss aber dazu sagen, zum Beispiel die präventive Zensur ist nur sehr, sehr schwer nachzuweisen, weil sie haben praktisch nie schriftlich kommuniziert, sondern immer nur mündlich oder per Anrufe. Sonst noch Fragen? Ganz herzlichen Dank auch von mir, Steiner, für diesen interessanten Einblick in die Geschichte der Zensur. Sie wollen ja vielleicht auch vergleichende Studien anstellen zur spanischen Situation. Da gibt es ein sehr interessantes Buch, was ich Ihnen empfehlen wollte, von Hans-Jörg Neuschäfer mit dem Ja, Titel Macht, ne? das Macht habe ich und, schon ne? gelesen. Ne? Macht und Ohnmacht der Zensur. Deswegen meine Frage, Sie haben ja gezeigt, dass die Zensur enorm mächtig war. Aber manchmal ist die Zensur auch ohnmächtig. Haben Sie auch dafür Beispiele? Oder manchmal hat die Zensur auch Szenen geändert. So gibt es häufige Fälle bei Buñuel, wodurch die Filme dann noch subversiver waren als vorher. Also die Zensur sozusagen ja, ist in ihre eigene Falle getappt. Haben Sie dafür auch Beispiele im italienischen? Tatsächlich im Italienischen fällt mir jetzt nichts dergleichen ein, weil es ging vor allen Dingen um Schnitte. Es waren Schnitte tatsächlich, Ja. keine Enden. Dann hätte ich noch eine andere Frage. Sehr ganz interessant ist überhaupt diese katholische Rezeption, ne, der Filme Fellinis, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Stimmen. Ich weiß es nur in Bezug auf La Dolce Vita, hat er ja auch diese Anzeige bekommen, ne, von dem Osservatore Romano, von dieser Zeitschrift des Vatikans. Da wird er mich bezichtigt, er sei ein Peccatore mortale. Er habe eine Todsünde begangen mit diesem Film.
Aber dann gibt es eben diesen jesuitischen Kreis, das hatten Sie auch erwähnt, um diesen Padre Arpa, ne, mit dem Fellini eng befreundet war. Und der hat auch La Dolce Vita, der dann wirklich ein Film ist, der christliche Mytheme dekonstruiert, sehr geschätzt. Ne? Also haben Sie, können Sie da auch noch ein bisschen was aufzeigen in aus dieser Linie, dieser, sag mal, Unstimmigkeiten innerhalb, ne, der katholischen Zensur beziehungsweise innerhalb der katholischen Rezeption, weil es war nämlich nicht so ein ganzer Block, sondern, ne, das war auch sehr different zum Teil. Das Problem war, dass der Teil, der, ich sage mal, mehr zu sagen hatte, halt eher dieser politisch mächtige Teil war. Der Padre Arpa konnte jetzt in diesem Fall, also man muss ja auch sagen, in La Notte di Cabiria, abgesehen von diesem Kommentar, gibt es jetzt keine politisch irgendwie brisanten Inhalte. Aber bei allen anderen Filmen, wo diese brisanten Inhalte und selbst die wenigen, die drin waren, wie das, dass Leute in Rom verhungern wollten, haben sie ja rausgeschnitten. Aber wo das bei Filmen noch stärker war, da hat auch dieser Jesuitenkreis keinen, also würde ich jetzt von dem, was ich so weiß, würde ich einschätzen, dass der keinen Einfluss darauf hat. Ich hätte vielleicht noch eine weitere Frage, und zwar hast du ja dargestellt, dass dann sich ab 62 die Situation verändert hat. Wie stark hat sie sich verändert? Also ist das, kann man wirklich, dass die Macht dann komplett weggefallen ist von der Kirche und so, oder war die dann noch da, aber nicht mehr so stark? Also die, was sich geändert hat, ist im Prinzip die Gesetzesgrundlage von nach 62. Und ab 1965 war praktisch die Zensur kaum noch relevant. Also vor allen Dingen dann die politischen Themen wurden dann nicht mehr ganz so stark zensiert, was dann halt immer noch, also die Zensur hat sich dann praktisch von diesen politischen wegbewegt, vor allen Dingen in Richtung ja, Frauenkörper. Das wurde immer noch ziemlich stark zensiert, aber die politische Zensur, die ist dann langsam nach 65 abgestorben. Und hast du da auch noch Beispiele von Pasolini zum Beispiel irgendwie zufälligerweise parat? Also ich weiß, dass es eine riesige Diskussion um Ricotta gab. Und auch ziemlich wichtig für die in diesem Zusammenhang ist auch immer die Rolle der Medien. Weil es gab natürlich, wie stark, also der einzige Druck, der aufgebaut werden konnte auf diese Behörden, war halt immer nur seitens der Medien und der öffentlichen Meinung, zum Beispiel La Dolce Vita. Wurde nur deshalb nicht wieder zurück in die Zensur beordert, weil die öffentliche Resonanz viel zu groß war für diesen Film. Aber der Minister hätte die schon ganz gerne wieder nochmal zurückkassiert und dann praktisch weiterzeichnet. Gibt es sonst noch Fragen aus dem physisch anwesenden Publikum oder dem digitalen? Ich sehe keine Meldungen. Dann nochmals vielen herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag und Einblick.